Codename Prism. Millionen Nutzerdaten sollen der US-Geheimdienst NSA und das FBI ausspioniert haben. Das berichtet die Washington Post. E-Mails, Chats, Fotos, den gesamten Netzverkehr. Informationen, die gesammelt zum Beispiel offenlegen können, wie krank ein Mensch ist, wenn er zum Beispiel viele Medikamente im Internet bestellt. Gestartet worden sein soll das Programm 2007 unter der Bush-Regierung, ausgebaut später von US-Präsident Obama. Betroffen von Prism sollen nur Nicht-US-Bürger sein. Experten aber glauben, so eine Trennung ist gar nicht möglich, denn auf die Dienste von Internetkonzernen wie Google oder Facebook haben natürlich auch Nutzer aus den USA Zugriff. Wir gehen derzeit davon aus, dass etwa 50% aller Abhörungen US-Bürger und die andere Hälfte eben internationale Ausländer betroffen hat. Und wir können fest davon ausgehen, dass da auch viele Deutsche dabei sind. Und die Frage bleibt, haben die Internetkonzerne, darunter auch Unternehmen wie Microsoft, Skype, Apple und Yahoo, die Informationen freiwillig und damit bewusst weitergegeben? Alle Internetkonzerne bestreiten, wissentlich mit den US-Behörden zusammengearbeitet zu haben. Zugespielt wurden der Washington Post die Informationen von einem Geheimdienstmitarbeiter. Er wurde mit den Worten zitiert: Die können im wahrsten Sinne des Wortes sehen, wie sie beim Tippen ihre Gedanken ausformulieren. Das wäre dann allerdings Überwachung im ganz großen Stil.